Willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Wir haben letztes Mal ein bisschen was erfahren über die Synthese. Der Baum ist geheilt und der Bürgermeister von Halur will uns jetzt noch sehen. Da wir noch eine Belohnung bekommen, da gehen wir auf jeden Fall hin. Oh, まだ騎士様も戻られていないのに町を離れるのですか。ちょっと事情が変わってね。何かお急ぎの用とか。まあそんなとこだ。私でお力になれることならなんなりと。そのお気持ちだけいただいておきます。そうですか。でしたらわずかばかりですが。 何もやってないぜ。しかしお連れさんにお世話になりましたので。じゃあ、いえ、それは受け取れません。僕もいらないかなと。いや、しかしそれでは気持ちの収まりがつきません。ならこうしよう。 今度遊びに来たら特等席で花見させてくれ。それいいですね。とても楽しみです。わかりました。その時は腕によりをかけておもてなしさせていただきます。ああ、一ついいか。アスピオって町に聞き覚えない？アスピオ？ 日陰の町が確かそんな名だったような。日陰の町？聞いた話では日がほとんど差さない洞窟の中の町だそうで、たまにマントとフードをかぶった無口な方々がこの町に買い出しに来るんですが、どうにも気味が悪くてほとんど交流はないんです。 その町はどこにあるんだ？東の方角だったかと。詳しい位置まではなんとも。フレンが向かったのも東でしたよね。ああ、学術都市ってくらいだからブラスティアと関係あんのかもな。サンキュー、それだけだ。待ってろよ、モルディオの野郎。 Okay, schade, die haben die Belohnung tatsächlich abgelehnt. Ich gehe trotzdem nochmal rein. Vielleicht haben wir Glück und können die noch irgendwie absahnen oder so. Wahrscheinlich nicht. Nee, leider nicht. Aber ist vollkommen okay. Wir haben jetzt auch gehört, dass Aspio ebenfalls im Osten liegt. Die Stadt, in der Mordio sich befindet, der Blastia-Dieb. Vermeintliche Blastia-Dieb. Wir wissen ja noch nicht 100%, wer die Person war, die die Blastia geklaut hat. In der kaiserlichen Hauptstadt. Und Flynn ist ja auch auf dem Weg nach Osten gewesen. Also vielleicht passt eine zum anderen. カロルはどうすんだ？港の町に出てトルビキア大陸に渡りたいんだけど。じゃあさよならか。え？カロル、ありがとな。お気をつけて。あ、いや、もうちょっと一緒についていこうかな。なんで？やっぱ心細いでしょ？僕がいないとさ。 ま、カロル先生、意外と頼りになるもんな。では、みんなで行きましょう。で、東だっけ？ああ、フレンは。はい。俺はアスピオって町に行きたいんだけど。とにかく、奴らが来る前にここを出よう。 Alles klar. Okay, eine Plauderei. Nee, 実際のところ、フレンって本当に誰なの？エステルの
分かりな人？何です？その分かりな人って、フレンはユーリのお友達ですよ。まあ、そんなところだ。友人同士で一人の女性を見かけによらずエステルってドロドロな人生送ってるね。何です？そのドロドロな人生って。あ、いや、いいんだよ。これじゃ聞かないから。完全に勘違いしてやがんな。 Und wir müssen jetzt nach Osten. Das wäre tatsächlich hier lang. Okay. Also doch dahin, wo diese komischen Dinger in dieser Wand sind. Vielleicht ist das sogar die Stadt. Würde Sinn machen. Wir können jetzt auch. Oh Gott. Hier hoch, lustigerweise. Und das scheint aber auch eine Stadt zu sein. Wir gehen mal kurz hier dran. Die versiegelte Stadt der Gelehrten Aspio. Da wären wir also in Aspio. Ging doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Wir könnten jetzt hier rechts entlang oder hier links. Was bist denn du für einer? Der ist ja lustig. Endlich, jemand hat mich gefunden. Ich habe gewartet. Ich bin der Wunderkoch. Ich reise durch die Welt, suche nach Gourmet-Essen und Reisenden, die gute Speisen schätzen. Normalerweise bin ich verkleidet. Ein Kenner guter Speisen sollte mich trotzdem erkennen. Ein Test sozusagen. Gut, es war auch jetzt nicht allzu schwer, glaube ich mal, ihn zu finden. Und wie es aussieht, bist du einer davon. Hehe, du hast Potenzial. Dafür belohne ich dich mit einem Rezept. Oh, danke schön. Sehr, sehr gut. Hacksteak. Nehme ich gerne. Ich gebe dir das hier zum Üben. 3 Sätze Zutaten für das Rezept erhalten. Dankeschön. Für die Liebe zum Essen, bon appétit. In der ganzen Welt sind viele seltsame Objekte verstreut. Der Wunderkoch kann als eines dieser Objekte verkleidet sein. Wenn du ihn findest, erhältst du ein Rezept. Suche nach ihm auf deiner Reise. Das werden wir auf jeden Fall tun. Ach, und er haut auch direkt ab. Na gut. Na gut, toller Typ. Was haben wir hier? Betreten, verschlossen, dann eben nicht. Schön, jetzt haben wir ein Rezept bekommen. Wir können aber, glaube ich, nicht so... Doch, wir können einfach so kochen. Hacksteak. Oh, davon können wir jetzt echt ein paar herstellen. Aber das macht ja jetzt sofort einen Effekt. Ne? Soweit wir wissen, wir können trotzdem mal eins herstellen. So, wir haben KP 5%. Das ist, glaube ich, die Heilung. Und physischer Angriff um 3% erhöht. Ist das jetzt ein... Ah, das sieht man im Buff. Die Frage ist halt, wie lange bleibt der Buff? Bleibt er jetzt wirklich so lange, bis ich noch was koche? Ich glaube ja. Also so würde ich das Spiel jetzt einschätzen, dass wir jetzt einen temporären Buff haben von 3% erhöhtem physischen Angriff. Allerdings nur so lange, bis wir wieder was anderes essen. Oder wahrscheinlich auch sterben oder sowas. Aber not bad. Sehr, sehr geil. Danke dafür. Wir versuchen jetzt mal in die Stadt reinzugehen. Okay, sowas haben wir, glaube ich, nicht, oder? ここは帝国直属の施設だ。一般人を簡単に入れるわけにはいかない。そんなの持ってるの？中に知り合いがいいんだけど通してもらえない。正規の訪問手続きをしたなら許可証が渡っているはずだ。その知り合いとやらかな。 いや、何も聞いてないんだけど、入れないってんなら呼んできてくんないかな。その知り合いの名はモルディオ。モルディオだと？
やはり痛めだ。所管にてやり取りをし、正式に許可証を交付してもらえ。チ、ゆずきかないんだから。あの、フレンという名の騎士が訪ねてきませんでしたか？施設に関する一切は機密事項です。些細なことでも教えられません。フレンが来た目的も？もちろんです。ということは、フレンはここに来たんですね。 知らん。フレンなんて騎士は。じゃあせめて伝言だけでもお願いできませんか？やめとけ。あいつらに何言っても時間の無駄だって。冷静に行こうぜ。でも中にはフレンが。諦めちゃっていいの？ 絶対に諦めません。今度こそフレンに会うんです。俺はモルディオの奴からブラスティア取り返して、ついでにぶん殴ってやる。だったら他の出入り口でも探さない？それ採用。ぐるっと回ってみようぜ。いざとなれば壁を越えてやりゃいい。Okay. Und die haben sehr, sehr merkwürdig reagiert, als wir Mordio angesprochen haben. Ich kann aber aus der Reaktion jetzt nicht genau sagen, warum sie so reagiert haben. Also ob sie Angst vor dem Charakter haben oder weiß ich nicht. Also es war etwas schwierig jetzt zu erkennen, worum es geht. Aber wir müssen einen anderen Weg finden und das wird wahrscheinlich das hier sein, oder?壁を越えて中から開けるしかないですね。早くも最終手段かよ。フレンが出てくるのを待ちましょう。フレンは出てきたとしても、モルディオは出てこないだろう。出てきたフレンにお願いして中に入れてもらうのはどうです？あいつ、この手の規則にはとことんうるさいからな。カロル、何をしてるんです？よし、開いてよ。 ダメです。そんな泥棒みたいなこと。お前のいるギルドって魔物狩るのが仕事だよな。盗賊ギルドも兼ねてんのかよ。え、ああ、うん。まあ僕ぐらいだよ。こんな、ご苦労さん。本当にダメですって。フレンを待ちましょう。フレンが出てくる偶然に期待できるほど俺我慢強くないんだよ。 大体こういう時に法とか規則に縛られんのが嫌で、俺騎士団やめたんだし。でも。んじゃ、エステルはここで見張りよろしくな。え？でも。なんかモルディオみたいのがいっぱいいるな。 少しお時間よろしいです？お、なんだよ。フレン・シーフォという騎士が訪ねてきませんでしたか？フレン？ああ、あれか。遺跡嵐を捕まえるとか言ってた。今どこに？さあ、研究に忙しくてそれどころじゃないからね。 そうですか。ごめんなさい。じゃあ、失礼するよ。ちょ、待った。もう一つ教えてくれ。ここにモルディオって天才魔道士がいるよな。あの変人に客？さすが有名人。知ってんだ。ああ、いや、何も知らない。俺はあんなのとは関係ない。 まだ話は全然終わってないって。もう、なんだよ。どこにいんの？奥の小屋に一人で住んでるから、勝手に行けばいいだろ。サンキュー。大丈夫なの？ん？名前出しただけで、みんな嫌がるなんておかしいよ。
気になりますね。そりゃブラスティア泥棒だしな。嫌われてんのも当然だろ。態度、そこ、どれをとっても有利って騎士っぽくないよね。なんだよ急に。だって泥棒みたいに裏口から町に入っちゃうしさ。鍵を開けられるカロル先生には言われたくないんだけど。私、フレンを追ってきただけなのに、いつの間にか泥棒になってたんですね。まだ何も取ってねえっての。Also wirklich sehr merkwürdig, wie die Leute auf Mordio reagieren. Der scheint ja aber in der Nähe zu sein. Er scheint ein etwas krank, komischer Typ zu sein, würde ich jetzt mal behaupten. In der Hütte hier irgendwo, da bin ich auch mal gespannt, ob wir den finden. Was bist denn du für einer? Raststube, Bücherregal. Nein, danke. Bücherregal würde ich jetzt nicht pennen wollen. Oh, das ist ein Händler. Okay. So, jetzt erstmal nicht so aus für mich. Haben wir eine Schärpe. Aus Material mit hoher Air-Leitfähigkeit. Sie kann durch Kontrolle des Air-Drucks gedehnt werden. Zauberabwehr. Kann keiner von denen nutzen. Was ist das bitte für eine Waffe? Also welcher Charakter sollte so eine Waffe benutzen? Ja, gut. Eisenreif brauchen wir nicht. Eisenkettenpanzer. Plus 20. Oh, das ist gutes Equipment hier. Okay. Werden wir einfach mal kaufen, würde ich sagen, ne? Weil das sind ziemlich gute Werte. Das sind sogar sehr gute Werte. Das ist ja bald kein Geld mehr. Oh. Langschwert. Oh, wow. Ist auch ziemlich stark, ne? Kritische Abwehr und Verteidigung ist drauf. Das ist nicht so geil. Mich irritiert, dass ich hier nicht sehe, dass ich die Waffen habe. Aber die sind, weil die equipped sind. Außer halt Holzschläger plus 1. Aber dafür brauche ich noch zwei andere Items. Die habe ich nicht. Aber ein Langschwert werden wir uns herstellen, auf jeden Fall. Was auch ziemlich stark ist. Das machen wir dann nach dem Rapier, wenn wir da die Fertigkeiten haben. Irgendwann mal. Ein Band. Das brauche ich jetzt nicht. Da ist auch nichts Gescheites dabei. Lederstiefel brauche ich nicht. Heilmitteltrank brauche ich auch nicht. Okay, wir haben jetzt ziemlich viel Geld ausgegeben. Muss aber leider auch sein. Das waren hier die Sachen. Ziemlich gutes Equipment. War für ihn nichts dabei? Für den guten Karol? Nee, für den ist nichts dabei, okay. Ja, suchen wir mal Mordio. Hier ist noch ein Speicherpunkt. Den werde ich jetzt sicherheitshalber mal nutzen, da wir in einer fremden Stadt sind und wir auch nicht wissen, wie Mordio drauf ist. Vielleicht kommt da ein Kampf oder sowas. Wissen wir ja nicht. Okay, wir sind jetzt im Inneren der Stadt. Sehr, sehr gut. Ja... Hier geht es wahrscheinlich runter zu den Wachen, ne? Wir schauen mal. Ja. Okay, da geht es zu den Wachen runter. Somit nicht interessant. Wir können aber hier nochmal nach rechts. Ah, das ist wahrscheinlich die Hütte. Sieht zumindest so aus. Haben wir hier rechts noch? Gar nichts. いないみたいだね。どうする？悪党の末乗り込むのに遠慮なんていらないって。ダメです。これ以上罪を重ねないでください。なら、僕の出番だね。え？出番って。それもダメですって。ま、ちょろいもんだね。待て、僕も行くよ。待ってください。もうどうしてこう。
じゃ誰も住めないよ。その気になりゃ、ゾンガイどんなとこだって食ったり寝たりできるもんだ。ユーリ、先に言うことがありますよ。こんにちは、お邪魔してますよ。鍵の謝罪もです。カロルが勝手に開けました、ごめんなさい。もうユーリは。ごめんください。どなたかいらっしゃいませんか？いないんなら好都合、証拠を探すとするか。Alles klar, dann suchen wir mal. この町、なんか本がたくさんあるね。俺あんま本とか読むの得意じゃねえから、夜うなされそうだよ。ユーリってそんな感じするよね。じっとしてるのもダメっぽいし。カロル先生には言われたくねえな。あれ、エステルは？さっきからずっとそこで本読んでるぞ。エステル、そろそろ行くよ。読み出したら止まらないらしいな。なんです？これ古代文明の文献みたいですよ。聞いてねえから。 Okay, soll sie mal weiterlesen? Wir suchen mal nach Beweisen. やれりゃデートで会った時も逃げる必要なかったのにな。は？逃げるって何よ。なんで私が逃げなきゃなんないの。そりゃデートの下町からブラスティアのコアを盗んだからだ。いきなり何？私が泥棒ってこと？あんた常識って言葉知ってる？ま、人並みには。勝手に家に上がり込んで人を泥棒呼ばわりしてあげく剣突きつけるのが人並みの常識。ちょっと犬入れないでよ。そこのガキンチョもその子返しなさい。え、ブラスティアよ、ブラスティア返しなさい。な、何よあんた。私エステリーゼって言います。突然こんな形でお邪魔してごめんなさい。ほら、ユーリとカロルも。ごめんなさい。で、あんたら何？ですね、このユーリという人はテートからコア泥棒を追ってここまで来たんです。それで？コア泥棒の特徴ってのが、マント小柄、名前はモルディオだったんだよ。ふーん、確かに私はモルディオよ。リタ・モルディオ。背格好も情報と一致してるね。で、実際のところどうなんだ。だからそんなの知ら。ああ、その手があるか。ついてきて。はあ？お前意味わかんねえって。まだ話が。いいから来て。シャイコス遺跡に盗賊団が現れたって話、せっかく思い出したんだから。盗賊団？それ本当かよ。協力要請に来た騎士から聞いた話よ。間違いないでしょ。その騎士ってフレンのことでしょうか。だな、あいつ振られたんだ。そういえば外にいた人も遺跡嵐がどうとか言ってたよね。つまりその盗賊団がコアを盗んだ犯人ってことでしょうか。さあな。相談終わった？じゃあ行こう。とか言って出し抜いて逃げるなよ。来るのが嫌ならここに警備呼ぶ？困るのは私じゃないし。行ってみませんか？
フレンもいるみたいですし。捕まる、逃げる、ついてくる。どうすんのかさっさと決めてくれない？わかった、言ってやるよ。シャイコ水石は町を出てさらに東よ。Das Kampfbuch wurde um eine neue Seite erweitert. Rita hat sich der Gruppe angeschlossen. Natürlich gibt's eine Plauderei. Nanka, Rita ist ein bisschen kawaii, ne? So, de schon ka. Na, anna mon ja ne no. Nanka, kigen warui mitai da si. Sore wa Yuri ga busaho wo shita kara desu yo. Koa dorobou ni rei o tsukusu ki ha ne kara na. Jigatte tara dou suru na? Son toki ha ayamaru yo. Sono kotoba.忘れないでよ。聞いてたんだ。聞こえただけよ。私が怖いとか。気をつけろよカロル。ありゃ根に持つタイプだ。やだな。脅かさないでよ。Also Rita ist schon mal eine ziemlich coole Person, finde ich. Wir haben jetzt natürlich noch einen fünften Charakter, der aber wahrscheinlich so nicht im Kampf teilnimmt. Und jetzt muss ich halt überlegen.Ich würde schon gerne mit ihr fighten. Vor allem jetzt auch den Bonus vom Essen. Finde ich sehr lustig. Sie hat halt deutlich weniger Leben. Sie hat ungefähr so viel wie Estelle. Ist aber wahrscheinlich Magierin, ne? So würde ich sie einschätzen. Okay. Was ist das für ein Name eines Angriffs? Saugeil. Basisarte. Deine Anmut holt den Gegner von den Beinen. Nutze die Beschwörungsformel Rudolf. Alles klar. Feuerball und Steinhagel.Also sie ist anscheinend wirklich eine Magierin, beziehungsweise kann ich das auch so wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Nein, ich bin dumm. Status, so noch besser einsehen. Genau, magischer Angriff, 246. Zumal der physische Angriff jetzt auch nicht so wenig ist von ihr. Ja, und eine gute magische Verteidigung und physische Verteidigung ist jetzt auch nicht so gering. Also ich bin echt am überlegen, sie rauszunehmen für Carol. Und ich glaube, das mache ich sogar.Dann sind wir halt der einzige Frontkämpfer. Karol wäre halt ein zweiter. Ne, beziehungsweise wir haben Repede als. Passt eigentlich ganz gut. Wir sind Frontkämpfer. Repede ist Frontkämpfer. Estelle ist Heilerin. Und Rita ist magische Angreiferin. Auch am besten von hinten. Finde ich ziemlich nice. Und ich glaube, damit können wir auch soweit erstmal umgehen. Wir dürfen natürlich jetzt nicht die. Genau. Die Titel vergessen. Die auch für Rita sind: Raven, Flynn, Patty. Ja, noch drei Charakter.Gut, wo war das? Bei Status, glaube ich. Hier. Mal gucken, was sie so für Outfits hat. Ja, gut. Schulmädchen. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Oh, wow. Oder das hier. Na, wir nehmen das hier. Das sieht ziemlich geil aus. Fertigkeiten. Erstmal schauen, was sie als Fertigkeiten hat. Widerstand. Erhöht magischen Widerstand. Magische Verteidigung um 5%. Die Erhöhung durch Ausrüstung ist nicht betroffen. Okay, plus 5%. Ist ziemlich geil. Ist sogar schon equipped. Beim Zaubern B mehrmals betätigen, um die zum Zaubern benötigte Zeit zu reduzieren. Okay. Magie. Erhöht den magischen Angriff um 5%. Geist erhöht die maximale TP um 20. Ziemlich gut. Und Zauberabwehr ist jetzt auf der Waffe drauf. Die hat ziemlich coole Sachen drin. Finde ich nice.Und sie wird wahrscheinlich die sein mit diesem komischen, genau, mit einer Schärpe als Angriffsdingens. Haben wir hier irgendwas Neues für dich? Nein, Umhang. Accessoire habe ich leider keins, tut mir leid. Wobei ich kann ihm den Umhang auch noch wegnehmen. Entfernen. So, lustig, jetzt hat sie Umhang und trägt dann noch einen Umhang darüber. Er hat leider kein Accessoire, muss ihm auch noch eins geben. Irgendwann mal. Ich schaue mich hier noch kurz um. Oh, seht euch das an. Ein Blastia-Modell. Hast du das gemacht? Soll das hier ein Quiz werden? Hey, Pfoten weg. Das ist wirklich aufwendig. Es ist ein Modell eines Grand Blastia. Funktioniert aber nicht. Natürlich nicht. Ist ja auch nur ein Modell. Grand Blastia? Grand Blastia bezeichnet besonders große Blastia-Arten.Insbesondere aber nicht ausschließlich Barriere-Blastia. Natürlich weiß die Streberin alles. Du weißt offenbar sehr viel.
Ach was, gar nicht. Nur weil jemand viel lernt, bedeutet das nicht, dass seine Taten richtig oder gerecht sein müssen. Sag, was du willst, ist mir doch egal. Hey, hier fällt gleich der Einband ab. Das ist eine Blastia-Formel. Das ist eine ziemliche Sauklaue. Hauptsache, man kann es lesen. Man sagt doch, Leute mit schlechter Handschrift hätten ein gutes Herz. Was soll das denn heißen? Ach, nichts. Das ist eine Formel, bei der Feuer eingesetzt wird, richtig? Du kennst dich anscheinend aus. Viele Schreibfehler, habe ich jetzt schon festgestellt. In der deutschen Übersetzung, leider. Oh, passiert wohl. So, hier ist auch nichts. Wir können jetzt nochmal nach oben klettern, vielleicht. Anta, Esterize, dacke. Hi, nagakute yobinikui to omou node, Esteru tte yonde kudasai. Esterize tte, mita toko kizoku no ojousama yo ne. Yoku anna sokou no warui no to issho ni iru wa ne. Ie, Yuri wa ii hito da to omoimasu yo. Sore to, watashi no koto wa Esteru tte yonde moratte kamaimasen yo. Wakatta wa, Esterize. Ariya kyouteki da na. Gerita ist ein sehr komischer Mensch, aber gefällt mir. Gefällt der Charakter sehr, sehr gut. Generell jeder Charakter irgendwie gefällt mir ziemlich gut. Was ist das denn? Oh, das Album? Dieses Buch aktualisiert sich selbst. So kann man ganz leicht alle gefundenen Objekte aufzeichnen. Ein Buch, das sich selbst aktualisiert, das muss ich mir mal näher ansehen. Klar, das funktioniert auch. Sowas ist sehr nützlich. Nehmen wir es mit. Oh, nice. Das hätte ich verpassen können. Auch zum Notieren der erlangten Objekte. Buch zum Notieren, sorry. Sammle alle Objekte, um das Buch zu vervollständigen. Sieh es dir doch mal an. Die meisten Seiten sind ja leer. Bist du sicher, dass du eine weltberühmte Forscherin bist? Das ist lustig, das hätte ich vergessen können, das Item sogar. Album. Fehlen halt echt viele Sachen. Und da steht tatsächlich auch drin, wo man das alles herbekommt. Also wo man es kaufen kann und wer das wahrscheinlich auch droppt und so weiter. Das finde ich geil. Sehr, sehr gut. Man muss ganz schön durchtrieben sein, um so überzeugend über die eigenen Verbrechen lügen zu können. Hey, Moment mal. Der Kleiderschrank eines Mädchens geht niemandem etwas an. Auch wenn er voll von Beweisen für ihre Untaten ist? Wenn jemand nachsieht, dann ich. Warte, was machst du? Keine Sorge, ich werde niemandem was davon erzählen. Was glaubst du, was sie gefunden hat? Die Geheimnisse einer Frau. Hey, das wirst du mir büßen. Estelle, nimm dich in Acht. Nein, dich meine ich. Ja, genau dich. Ja, überlasse ich mal euch, ne? Was ihr so glaubt, was sie da drin gefunden hat. Das ist bestimmt eine ganz artige. Was haben wir hier unten noch? Nichts mehr, lustigerweise. Das hat ja gepasst, dass wir unten gespawnt sind. Dann gucken wir, dass wir jetzt zurücklaufen zum Speicherpunkt am besten. Und dann auch die Folge beenden werden. Wir wissen jetzt ungefähr, wo wir hin müssen. Wir müssen nämlich weiter nach Osten. Zu den Ruinen. Da geht's dann weiter. Gucken, ob ich jetzt unbeschadet nach Osten komme. Ich würde auch gerne hier nach oben gehen. Vielleicht können wir das beim nächsten Mal noch machen. Jetzt will ich aber unbedingt zum Speicherpunkt. Beim nächsten Mal schauen wir uns die Stadt hier nochmal ein bisschen an. Und dann geht's hoffentlich nach Osten. Zu den Ruinen. Wir haben jetzt einen neuen Charakter. Der vermeintliche Blastia-Dieb wohl. Wir müssen zu den Ruinen und dort auch eventuell den richtigen Dieb finden. Und dann auch Flynn hoffentlich irgendwann mal. Das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!